Es ist 5:05 für die 1800 Angestellten des Aachener Reifenherstellers Continental, denn sie drohen im nächsten Jahr alle ihre Jobs zu verlieren. Darum gab es heute eine Mahnwache, ganz symbolisch ab 5:05. Willkommen zur Lokalzeit aus Aachen. Ende 2021 will der Vorstand des Konzerns das Werk schließen, der Aufsichtsrat muss dem aber noch zustimmen. Ein Funken Hoffnung für die Mitarbeiter. Und auch die Solidarität von Politik, Kirche und Bürgern gibt ihnen Rückenwind. Die Conti-Flagge mit schwarzem Trauerflor wird gehisst. Mit diesem symbolischen Akt starten die Mitarbeiter des Aachener Continentalwerkes ihre Mahnwache. Eine Woche lang wollen sie rund um die Uhr vor den Toren des Reifenherstellers stehen und gegen die geplante Werksschließung protestieren. Dies ist eines der modernsten Reifenwerke der Welt. Wir haben die modernsten Produkte der Welt hochtechnisiert. Wir haben die modernsten Maschinen hier stehen. Es gibt keinen wirtschaftlichen Grund, dieses Werk zu schließen. Wir schreiben hochschwarze Zahlen. Es gibt keinen logischen Grund. Nächste Woche entscheidet der Aufsichtsrat, ob der Aachener Standort geschlossen wird. Rund 1800 Mitarbeiter würden dann ihren Arbeitsplatz verlieren. Die Solidarität ist groß. Mitarbeiter von Saint-Gobain in Herzogenrath sind zum Beispiel gekommen. Sie haben dieselbe Situation wie die Conti-Mitarbeiter bereits erlebt. Wir standen genauso wie die Leute jetzt auf der Kippe und haben es doch auch mit viel Ideen aus der Belegschaft und aus dem Aufsichtsrat und den Betriebsräten schaffen können, das Blatt nochmal umzukehren. Wir sind noch nicht da durch, aber immerhin ist bei uns jetzt ein bisschen Ruhe wieder eingekehrt. Auch Vertreter von der Arbeitnehmerbewegung und des Katholikenrates im Bistum Aachen nehmen an der Mahnwache teil. Wir entwickeln auch noch eine Postkarte, die soll heute oder morgen früh fertig werden, die rausgehen soll an den Konzern, so mit der Überschrift: Conti Aachen muss bleiben, Arbeit geht vor Kapital. Und das ist uns ein sehr wichtiger Leitsatz. Aachener Politiker von SPD, CDU und Grüne haben den Mitarbeitern heute zugesichert, einen gemeinsamen Brief an den Konzernvorstand zu schreiben. Auch in den sozialen Medien sei die Solidarität überwältigend, berichten die Conti-Mitarbeiter. Die Anteilnahme ist riesig und diese Gruppe ist gegründet worden von Mitarbeitern von uns aus den Abteilungen. Die Schichtarbeiter, Tagesschichter, alle sind dabei, alle sind betroffen und die Resonanz hier aus Aachen und Umgebung ist ja Wahnsinn. Wir gehen auf die 8000 Mitglieder zu. Das ist einfach nur gigantisch. Ich hoffe, dass die 8000 auch alle Samstag mit uns von hier zur Innenstadt gehen. Ich weiß noch nicht, wo wir hinkommen, weil das wird noch abgeklärt mit der Polizei. Ich hoffe, dass wir mit mindestens 10.000 Leuten marschieren. Der Demonstrationszug durch die Aachener Innenstadt soll am Samstag um 10 Uhr vor den Toren des Continentalwerkes starten.